3 Spiele, 5 Punkte. Die Fortuna mit Statements in der englischen Woche. Zweimal nach Rückstand gepunktet. Der Sieg gegen Groß Asbach schließlich ließ die Südstadt durchatmen. Ja, die Erleichterung war schon sehr, sehr groß, weil natürlich, wenn du zweimal unentschieden spielst und das erstmal mehr Punktgewinne der Moral sind, nicht so sehr in Form des Vorwärtskommens in der Tabelle, dann ist es natürlich hervorragend, wenn du diese beiden Unentschieden dann vergoldest durch einen Sieg, weil mit 5 Punkten wurde diese englische Woche natürlich richtig erfolgreich. Insofern war das ein positiver Abschluss. Wieder einmal Widerständen getrotzt, den Negativlauf trotz Verletzungspech durchbrochen, so das große Ganze weiter fest im Blick, wenn auch mit Zwischenzielen. Ja, ich glaube, der erste wichtige Schritt wäre, möglichst schnell die 40-Punkte-Marke zu knacken. Ich glaube, das ist nicht nur rein rechnerisch wichtig, sondern auch psychologisch. Wenn du die 4-mal vorne hast und hast eine relativ hohe Zahl an Restspielen, dann gibt dir das eine enorme Sicherheit, weil du weißt, es sind noch maximal 2, vielleicht sogar nur 1 Sieg nötig, um das absolute Minimalziel, nämlich den Klassenerhalt, zu sichern. Darüber hinaus ist es natürlich schon so, dass ich mich immer noch sehr, sehr stark an dieser 50-Punkte-Marke orientiere, weil ich schon auch als Trainer hier dafür stehen möchte, dass wir eine kontinuierliche Entwicklung haben, obwohl sich Bedingungen, also Rahmenbedingungen, Budgets nicht groß verändern. Daran möchte ich mich ganz gerne messen lassen und ich finde, mit 38 Punkten sind wir augenblicklich immer noch auf einem guten Weg in diese Richtung. Nach 2 englischen Wochen alles neu sortiert. Das Polster nach unten ausgebaut, die Fortuna gelöst, aber fokussiert ins letzte Saisondrittel. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich jetzt mal eine ganze Trainingswoche habe, um die Mannschaft auf das mit Sicherheit auch physisch sehr anstrengende Spiel in Halle vorzubereiten. Auf der anderen Seite sind die Hallenser mit Sicherheit unter enormem Druck und wir haben den erstmal so ein Stück weit von uns genommen und jetzt besteht natürlich die Kunst darin, mit dieser vielleicht etwas größeren Lockerheit so umzugehen, dass auf gar keinen Fall die Gier auf Punkte geringer wird und wir, wie gesagt, möglichst schnell über diese 40-Punkte-Marke springen. Das wäre eine hervorragende Ausgangsposition für die letzte Phase der Saison. Und die beginnt Samstag. Halle, die nächste Hürde auf dem Weg zu 40 Punkten, der nächste körperliche Kampf. Halle zudem eine echte Macht zu Hause, allerdings die letzten beiden Heimspiele gingen verloren. Wenn die so dieses Fünkchen Hoffnung auf den Aufstieg irgendwo noch aufrechterhalten wollen, dann müssen sie gegen uns im Heimspiel in jedem Fall gewinnen. Und das bedeutet natürlich doch, dass sich für uns Möglichkeiten ergeben. Eigentlich ein Spiel wie gemalt für uns, aber nochmal, das wird vor allen Dingen physisch sehr, sehr anstrengend. Und deswegen bin ich umso mehr froh, dass wir eben wirklich mal eine ganze Woche hatten, um das Ganze strategisch auch vorzubereiten, mal durchzuschnaufen zu Beginn der Woche und jetzt auch wieder Schwung aufzunehmen in Richtung Halle, denn die werden uns schon maximal fordern. Die Fortuna mit Dampf ins letzte Saisondrittel, die nächste Hürde, die 40-Punkte-Marke. Der nächste Halt, Samstag, 14 Uhr, beim hallischen FC.